Und da ich nicht nur gewissenhaft, sondern auch gründlich arbeite, werde ich die Schöpfer gleich mit beseitigen. Das ist mein Stichwort, richtig? Das würde ich so sehen. Bring sie zu dem anderen Gefangenen und erledige sie. Und dann durchkämmt das Gebäude. Wenn Duwe hier ist, wird auch der alte Svensson nicht weit sein. Und diese verrückte Klimaaktivistin. Ich bin derweil in meinem Büro und mache mir einen leckeren Algentee. Bent? Sie werden ihn umbringen. Nein, werden Sie nicht. Nicht, solange ich hier noch sitze. Ich glaube, Sie überschätzen sich da. Nein, hör mir zu. Unsere Alge in der Zukunft wurde von dir und Duwe zusammen entwickelt. Wäre Duwe heute gestorben, dann gäbe es auch die Alge nicht mehr und wir hätten nie mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reisen können. Der Zeitverlauf hätte sich so drastisch geändert, dass ich mich sofort in nichts auflösen würde. Das verstehe ich nicht. Heißt das, wir können das Reaktorunglück gar nicht aufhalten? Doch. Nur werde ich dann... Ich werde verschwinden. Du musst das jetzt nicht verstehen. Vertrau mir einfach, wenn ich sage, dass du deinen Sohn retten wirst. Dann glaube ich das mal. Ja. Ich kümmere mich derweil um die Alge. Und jetzt los. Pass auf dich auf, Fay. Du auch. Und drehen Sie bitte die Klimaanlage auf. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir, zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Alles klar. Sekretärin. Die Dienerin von Indes. Dienerin. Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht sieht. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Keil. Leiter, Fahrstuhl. Da geht es direkt in die Höhle des Löwen. Die Leiter ist außerhalb ihres Sichtfeldes. Zum Glück. Ach so, ah, sieh mal an. Lüftungsschacht. Der... Oh, was? Was, Moment? Wo wollte ich noch hören? Moment, Lüftungsschacht. Hallo? Da. Der Schacht führt hinter den Tisch von Miss Buendia. Wenn wir da einen Keil reinschmeißen? Ach nee. Okay, Balkontür. Die ist angelehnt. Ich sollte nicht näher heran, nicht solange Indes direkt vor meiner Nase sitzt. Das heißt, es ist ein Balkon. Okay. So, da haben wir ein paar Zweige. Können wir die vielleicht in den Lüftungsschacht reinschmeißen? Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Alles klar, die Frau muss jetzt das reparieren. Klimasteuerung verstellen. So, jetzt wird's kalt. Nun kommt wieder warme Luft herein. Ach so. Weil es kalt war, kam warme Luft jetzt raus und warme Luft rein. Ich sollte nicht näher heran, nicht solange Indes direkt vor meiner Nase sitzt. Algengenerator? Da ist sie. Endlich. Okay, machen wir mit den Zweigen nochmal. Hauen den Lüftungsschacht rein. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich sehe schon, dass wir den Keil machen müssen. Jetzt werden sie nach unten. Wir müssen nämlich... So, verstellen. Und wieder hoch damit. Soll die heiße Luft draußen bleiben?
Okay, jetzt der Keil vor die Balkontür. Das wird jetzt sehr lustig. Da kommt er nicht mehr so leicht wieder raus. Zweige abbrechen. Wie viele Zweige es da gibt, ey. Machst, wenn du 30 Versuche brauchst. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Okay, jetzt gehen wir nach unten. Jetzt wird sie wieder aufwischen, kehren, was auch immer. Und wir stellen nach unten. So. Jetzt wird's kalt. Na, mal schauen. Miss Buendia? Ja, Sir? Meine Balkontür klemmt und die Klimaanlage spielt verrückt. Drehen Sie sie wieder hoch. Ich habe nicht vor, in dieser Wildnis zu erfrieren. Sehr wohl. Danke. Okay, die Balkontür klemmt also. Okay, das war also immer noch nicht ausreichend. Balkontür. Die ist doch verschlossen, oder? Weil die sieht so offen jetzt aus irgendwie. Bis auf einen Spalt lässt sie sich nicht mehr öffnen. Zweige. Hier rein. Das ist bestimmt irgendwas bei der Miss Brandia machen. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie... Wir haben uns ja noch gar nicht umgesehen da unten bei der. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Telefon. Ansehen. Ich kann das bestimmt sabotieren, oder? Über das Telefon kann Indes sie herumkommandieren, ohne sein Büro zu verlassen. Ja, das war bis jetzt so. Und schnipp. Und... So. Jetzt wird's kalt. Tada! Miss Buendia? Die Klimaanlage. Hören Sie mich? Ich bitte Sie umgehend, die Klimaanlage herunterzudrehen. Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen. Das sehe ich jetzt nicht sieht, aber okay. So, Balkontür öffnen. Und schon haben wir die Alge, würde ich sagen. Es kann ja so noch alles schief gehen, würde ich meinen. Algengenerator nehmen. Geschafft. Na nü, wo sind wir denn? Steuerpult? Das Steuerungspult für den Magnetkran. Magnetkran, okay, bewegen. Okay, absenken. Alles klar. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben hier Container. Durchsuchen wir den mal, da ist doch bestimmt was Lustiges drin. Ein Brett und ein Metalldeckel sind das einzig Verwertbare. Ich nehme beides mit. Und eine Kiste. Die Kiste ohne Deckel. Viel zu tief. Okay, ich probier's einfach jetzt mal, weil das so logisch ist irgendwie. Erst wenn der Kran wieder oben ist. Hoch. Ach, warte mal. Kiste leeren. Ich nehme die Sachen wieder mit. Okay, legen wir ein Brett drauf. Das sieht vielversprechend aus. Dann legen wir einen Metalldeckel drauf. Dann nehmen wir das Steuerpult, senken den Kran herunter. Fahren das ganze Steuerpult. Erst hoch. Wenn der Kran. Achso, erst hochfahren. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen, aber wir probieren es einfach mal.
bewegen? Ah, nee, Quatsch, warte mal. Bewegen? Absenken. Nichts passiert. Er lässt sich wohl nur auf dieser Seite herunterfahren. Alles klar. Es bringt aber jetzt echt nicht viel irgendwie. Ein Kran mit Magnet. Komme ich hier noch weiter? Nee, gell? Nee, dann gehen wir halt mal hier durch, weil wir gucken, was hier drüben ist. Alles klar, Salvador. Verdammt, ich komme von hier aus nicht an seine Fesseln. Psst. Sind Sie Salvador? Mhm. Ich bin hier, um Sie zu retten. Halten Sie sich bereit. Ich brauche etwas, um die Fesseln durchzuschneiden. Hab verstanden. Ich kümmere mich darum. Sieht aus wie ein Notfallschalter zur Deaktivierung des Magnetkrans. Warnung, nur im Notfall benutzen. Sofortige Abschaltung des Magnetkrans. Alles klar, ich hab verstanden. Und zwar nehmen wir jetzt den Schlüssel, hängen den Schlüssel hier an das Brett. Das ist doch blöd. Ach Quatsch, wir brauchen den Schlüssel gar nicht, bin ich blöd. Okay, bewegen. So, dann gehen wir hier durch. Und deaktiviert den Magnetkran. Kellerman könnte mich sehen. Ich sollte es erst riskieren, wenn ich auch weiß, dass das den Gefangenen hilft. Nein, danke. Kellerman könnte mich sehen. Kellerman, yeah. Nein, danke. Kellerman. Kellerman hat sie in seiner Gewalt. Ich muss ihnen helfen. Das klingt wie so ein böser Schurke irgendwie. Kellerman. Scheibe? Ach, Moment. Kann ich da vielleicht Steuerpult bewegen? Jetzt wird's aber verrückt. Steuerpult absenken. Metalldeckel nehmen. Dafür muss ich den Kran erst wieder hochfahren. Der Magnetkopf ist im Weg. Aber wie soll ich denn bitte... Nehmen, stopp. Bewegen? Okay, Quatsch, nein, Quatsch. Okay, wir fahren hoch. Moment, da müssen wir... Ach nee, jetzt liegt er da, okay. Dann legen wir die Scheibe auf den Metalldeckel. Das sieht vielversprechend aus. Und dann ist die Scheibe nämlich dazwischen und wir können... ihn jetzt absenken, weil dann müsste eigentlich die Scheibe trotzdem magnetisch dranbleiben. Steuerpult. Erst wenn der Kran... Hochfahren. Genau, eine Scheibe lässt sich gut schneiden, habe ich so gehört. So. Nicht, dass er das hört. Was? Ach. Sie müssen schon besser zielen, wenn Sie mich mit einer Scheibe erschlagen wollen. Ah! Nein, glaube ich nicht. Danke. Meine Güte, Sie hätten den Mann doch nicht gleich töten müssen. Bist du hier, um mit mir die Welt zu retten oder um über Moral zu diskutieren? Beides zusammen wird heute nicht gehen. Es muss einen Weg geben, das Reaktorunglück zu verhindern, ohne weitere Opfer zu riskieren. Unglück? Verhindern? Was hat Faye dir erzählt? Ich weiß alles. Das Reaktorunglück, der daraus resultierende Klimagau, eure Zwischenlandung im Jahr 2050. Was? 2050? Der Teil kam von mir. Irgendwas mussten wir doch erzählen. Er wäre sonst nicht mitgekommen. Dieses intrigante Biest. Was? Was ist so lustig? Was geht hier vor? Faye hat dich angelogen, Svensson.
Es gab kein Unglück. Ich bin das Unglück. Ich verstehe kein Wort. Er will das also, oder was? Hä? Dann gab es also gar keine Katastrophe? Die Welt ist heute nicht untergegangen? Was haben wir denn heute? Den 27. März 1982. Ein völlig willkürlicher, austauschbarer Samstag in eurem ach so gemütlichen Leben. Natürlich ist die Welt heute nicht untergegangen. Genauso wenig wie am nächsten Mittwoch, am 8. Juli oder irgendwann in 2011. Es gab eine Katastrophe, ja. Aber kein singuläres Ereignis, das dazu geführt hätte. Keinen Big Bang. Es war ein schleichender Prozess, der über Jahrzehnte andauerte. Und genau das war der Grund, warum ihr nie etwas dagegen unternommen habt. Okay. Was ist mit eurer Zwischenlandung in 2050? Es gab eine Zwischenlandung, aber viel später. Der Klimawandel passierte nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb von mehreren hundert Jahren. Aber ich habe doch mit Delvin gesprochen. Ich habe die Zukunft gesehen. Die Bilder, die du gesehen hast, stammen aus dem frühen 26. Jahrhundert, nicht aus 2050. Faye hat wohl doch einen Teil unserer Mission beherzigt. Du bist das beste Beispiel dafür, dass wir richtig liegen. Nur unmittelbare Ereignisse können die Menschen zum Handeln bewegen. Faye würde mich nie belügen. Und doch hat sie es getan. Schließlich hat wohl auch sie erkannt, dass die Welt nicht durch Idealismus und gute Vorsätze zu retten ist. Man muss die Menschen zwingen, das Richtige zu tun. Aber wenn es keine Katastrophe gab, was machen sie dann hier? Der Plan sieht vor, eine Katastrophe zu provozieren. Was? Sie wollen einen Reaktorunfall herbeiführen? Genau das. Unsere Experten haben berechnet, dass eine Explosion im Indeskraftwerk den brasilianischen Regenwald vom Amazonas abwärts in kürzester Zeit zerstören wird. Ein Klimagau scheint unausweichlich. Nur sofortiges Umdenken kann die Welt vom Kollaps retten. Kraftwerke werden vom Netz genommen. Alternative Energien kommen zum Einsatz. Menschen wie du werden endlich ernst genommen. Das ist die einzige Chance, den langfristigen Schaden an unserem Ökosystem einzudämmen. Alles klar. Aber da ist doch noch dieser andere Typ gewesen, der bis jetzt noch nicht da war. Da fehlt doch noch einer. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Menschen werden sterben. Lebensformen werden ausgerottet. Das ist doch verrückt. Ist es das? Die Menschen brauchen einen Anstoß, um zu handeln. Ohne unmittelbare Bedrohung rühren sie keinen Finger. Das solltest du doch am besten wissen. Wir können uns ändern. Aber ihr werdet es nicht tun. Wir wissen das. Für uns ist euer Scheitern bereits dunkelste Geschichte. Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie damit erreichen wollen. Die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Kraftwerke wie dieses werden das Ökosystem des Regenwaldes über die nächsten 100 Jahre hinweg vollkommen ruinieren. Aber als die Menschen schließlich auf die Idee kamen, umzudenken, war der Prozess nicht mehr aufzuhalten. Nur eine Katastrophe wird ihnen die Augen öffnen. Aber dabei würden wir ja selbst draufgehen. Na und, draufgehen werden wir so oder so. In meiner Zeit leben nur noch wenige hundert Leute, Svensson. Sie werden den nächsten Sonnensturm nicht überstehen. Wenn wir heute keinen neuen Anfang machen, wird es schon bald keine Zukunft mehr geben. Wir opfern uns für den Fortbestand der Menschheit. So, genug geplaudert. Ich habe ein Kraftwerk zu sprengen. Salvador, warten Sie! Verdammt! Salvador! Die Geschichte, die ausgedacht wurde, ist also eigentlich die, die... Es tut mir leid, Bent. Wenn Duwe gestorben wäre, du hättest dich auch nicht in Rauch aufgelöst, richtig? Nein, ich wäre immer noch hier. Verschwindet von hier. Alle drei. Ich werde Salvador aufhalten. Ich muss nicht auf dich hören. Ich komme mit. Reicht es nicht, wenn ein Idiot heute stirbt? Oder willst du dich wirklich für eine Menschheit aufopfern, die dich nichts als enttäuscht hat?
Bend. Du hast mich nicht enttäuscht. Dann aber keine Lügen mehr. Kein Quatsch über meine Forschung. Und kein Ich werde mich in Rauch auflösen. Kein Rauch. Versprochen. Und jetzt los.